Reverse Fails, Leute. Was hat er da drin? Ja, das tut auch weh. Eben schon mal passiert. Der kocht. Wo wohnt der eigentlich? Ah, was ist das für ein Typ? Elon Musk in Jung oder was? Oh, was ist das denn? Oh, das kann nur wehtun. Oh, Junge, ist der rot angelaufen. Okay, der Pilot weiß nicht Bescheid. Was machen die da? Oh, das tat so weh, Mann. Boah, okay, also... Was? Was ist das für ein Filter? Und ja, wir sehen schon, es geht um richtig eklige Spinnen. Wir gucken erstmal, was hier so geht. Oh, ist das ein Delfin? Oh, vorsichtig. Hä? Der hat ein Telefon einfach da. Alter. Wie viel Glück musst du haben, dass ein Delfin dir ein Telefon bringt? Der hat doch nur Angst vor Gott gehabt, ey. Was ist das? Oha, gerade gelandet und da ist erstmal ein entspannter Vogel. Oh, die haben gerade Schub gegeben. Okay. Oh, wow, 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 ich will das gar nicht sehen. Ey, nee, Digga, nee, Digga, nee, nee, nein, nein, oh, ich hatte so Angst. Ah, oha, okay, das ist ja richtig wild, was der da macht. Nice. Okay, das ist irgendwie auch ziemlich chillig. Sind das eigentlich Profis? Crazy Dog, Leute. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, das finde ich irgendwie cool. Ich würde das auch gerne mal machen. Oh, Mann. So, oh. Nein. Nein, beweg dich bitte nicht. Ich will das nicht sehen, Dick. Stell dir vor, du hast so eine zu Hause, Mann. Feierabend! Oh. Ey, ich hab so Gänsehaut, Mann. Das ekelt mich einfach. Was war da gerade mit dem Hund los? Ganz kurz, auch nur Product Placement, aber Digga, Red Bull hat mir auf entspannt ein paar Energies geschickt. Richtige Ehrenleute. Ich sag, wie es ist. Habt ihr gesehen, was die Katze da gemacht hat? Oha! Einfach Manuel Neuer Katze. Krass. Wenn du $100 haben willst, Digga, lass lieber ein Like für das Video da. Und was geht hier ab? Junge, was ist das denn für ein Tsunami? Guck dir den Balkon an, straight. Oder? Nee. Gibt's keinen Balkon, glaube ich. Das geht hier ab. Der grüne Ball, den sollen wir folgen. Ja, weiß ich, wo der grüne Ball ist, oder was? Ich hab's gar nicht gecheckt. Ey, wie kann man so krass unterwegs sein, ne? Das ist, ich finde das so heftig. Das ist einfach jonglieren, Digga, auf diesem ganz anderen Niveau. Ja, ich sag einfach zwei. Did they really put a driving range that close to the water? Wow, warte mal, das... Sind das Hagelkörner? Krass. Alter, das muss doch wehtun, Mann. Okay, irgendeins ist gezeichnet. Moment, Moment, Moment. Ich sage, das hier ist gezeichnet. Das sieht nämlich schon so komisch aus, Leute. Krass. Krass. Oha. Der Sniper, Digga. Wie cool ist das denn? Oh. Junge, Junge, Junge. Ey, nicht schlecht. Also. Digi, was hat der alles drauf?
Manager, you're not Alter Schwede. Da war gerade ein Bär in dem Laden, ne? Was geht bei... Okay, krass. Was ist das denn? Matratzenangriff! Alter, Matratzenangriff! Ey, wie cool ist das denn, Mann? Oh, nee. Boah, da ist ein verrückter Hund irgendwie vor der Tür. Was geht bei dem? Oh, das ist eine Ziege. Gar kein Hund, eine Ziege. Lass niemals eine Ziege in dein Haus. Regel Nummer 1. This illusion makes him look very high up in the air. Oh, das finde ich nice. Ey, wild. Das ist wild, Leute. He's perfectly safe and there's grass right below him. I felt my heart drop and I'm not even on the ride. Oha, was ist das? Eine Achterbahn? Oh! Digga, krass. Was geht hier? Moment mal, klaut der Salamander da gerade sein Pullover oder so? Ja, besser ist das. Okay, hier hat sich jemand ausgeschlossen und die Katze ist anscheinend irgendwie dabei. Miso, komm schon, hilf mir aus. Komm schon, push it. The dog is thinking, am I... Als ob die Katze das gemacht hat. Tiere sind einfach krass, Leute. Hashtag Tiere in die Kommentare, wenn ihr sagt, Digga, das sind wirklich Herzbegleiter, ne? Guck mal, auch der Hund. Wie geduldig er da wartet. Imagine your friend wants to play a chill pool game, then does this. I would leave. Krass. Was geht hier ab? Fußballspiel? Ich finde sowas halt schon cool, ne? Aber manchmal ist auch ein bisschen zu doll. Wenn das jetzt kontrolliert ist, sage ich mal, sehr, sehr geil. Ne, sowas, da muss man natürlich mal vorsichtig sein. Boah, was geht denn hier? Tornado? Ja. Ey, das kann so ins Auge gehen, Leute. Das kann so ins Auge gehen. Was ist das denn? Here's why dogs aren't allowed in professional hockey. This pup is focused. Der ist nur auf den Puck fokussiert. Alter, was? Oh! Der Hund! Junge, da, also, Digga, was? Was? Also was? Das kannst du doch nicht erzählen, aber ich... Ey, Bro, der Hund, krank. Was geht bei dem ab? Alter, der Typ ist doch lebensmüde, ne? Der ist doch lebensmüde, oder was? Mit einem Fahrrad. Der Bree hat auch nur Angst vor Gott. Oh. Die Spinne will da, glaube ich... No, don't go that way. Go that way. Oh, Junge, der hat einfach so berührt. Nein, nein, nein. What are you doing? Der hat sich einfach unter seinem Fuß festgeklebt, Digga. Richtig gut. Okay. Der Kleine hat's richtig gemacht. This is a cuteness overload. Und hier wird der Hund, glaube ich, gerade dafür sorgen, dass die Enten in die richtige Richtung gehen. Das ist ja, also Hirten machen das ja so, ne, mit einem Hund. Was geht hier ab? Digga, der brutale Trickser. Was geht hier ab? Wie viele Hühner sind das? McDonald's Chicken Nuggets Farm oder was? Ich weiß, es hört sich ein bisschen herzlos an, Leute. Ihr wisst aber, was ich meine. Also, das sind so viele Hähnchen, so viele Hühner. Es ist halt natürlich traurig, dass sie dann irgendwann gegessen werden. Ich esse ja selber Hähnchen, aber ja. Es gehört halt zum Lebenszyklus irgendwie dazu, ne? Mit Menschen. Die Katze klingelt da jetzt nicht echt an der Tür. Boah. Guck mal die kleine Babykatze an. Oh mein Gott. Jetzt kommen die alle an. Hey, warte mal, warte mal. Das, ich würde die eigentlich alle mitnehmen, Leute. Ich bin ehrlich, ich würde die alle mitnehmen.
This reminds me of everyone jumping out of the battle bus in Fortnite. Was geht denn hier ab? Junge, wie viele Seepferdchen! Kurzgeburt, Leute! Alter, krass! Warte mal, ich muss noch mal zurück. Eine Seepferdchengeburt? Diggi, heftig! Wie viele auch, krass! Ja, du solltest niemals ein teures Auto fahren, wenn es wolkig aussieht, ne? Und hier sieht man auch schon das Problem, das Haus einfach voll mit Schnee. Es muss komplett befreit werden. Das ist ja auch gefährlich, ne? Diese Schneedecke, die wiegt ja nachher auch was. Die kann ein Haus richtig kaputt machen. Was geht hier ab? Mercedes. Para. Oh mein Gott. Aua. Der Typ hat richtig gefühlt, Leute. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wie er fühlt. Da unten. Der hat so gefühlt. Leute, und ich will auf jeden Fall das Ende vom Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem schmeißt ein Abo für meinen Kanal raus. Dickes Küsschen. Deno out.